Der neue Frühling in der Kirche. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Mit Begeisterung erzählte der 90-jährige Pfarrer Augustin den Jugendlichen, wie die Kirche in Asien aufblüht. Abertausende Gruppen von Menschen treffen sich regelmäßig, um das Wort Gottes miteinander zu betrachten. Vergessen wir nicht diese Worte, die Benedikt XVI. Einst gesagt hat. Die regelmäßige Lektüre der Heiligen Schrift, die vom Gebet begleitet wird, ermöglicht dieses vertrauliche Zwiegespräch, bei dem man Gott zuhört, der durch die Schrift zu einem spricht. Und bei dem man ihm mit vertrauensvoller Offenheit des Herzens durch das Gebet antwortet. Wenn man diese Übung wirksam verbreitet, bin ich sicher, so Benedikt XVI., dass sie in der Kirche einen neuen geistigen Frühling herbeiführen wird. Eine gute Anleitung dazu finden wir im neuen Gotteslob, gleich unter der Nummer 1. Da heißt es: Wer sich regelmäßig mit der Heiligen Schrift auseinandersetzt, gewinnt einen persönlichen Zugang zum Wort Gottes. Im Schweigen und Hören wird es lebendig und zum Begleiter durch Höhen und Tiefen des Lebens. Folgende Schritte können auf dem Weg dahin hilfreich sein. Erstens. Sich Gottes Geist öffnen. Zum Beispiel mit den Worten: Öffne mich, Gott, für deinen Heiligen Geist, damit ich verstehe, was du mir heute sagen willst. Zweitens, meditierendes Lesen. Das Lesen der Heiligen Schrift braucht Zeit und Ruhe. Es geht nicht darum, möglichst viel zu lesen, sondern Gott zu begegnen. Drittens, verweilen bei einem Wort oder Satz. Was unmittelbar anspricht, hat mit dem eigenen Leben zu tun. Was will mir Gott mit diesem Wort sagen? Nicht immer gibt es sofort eine Antwort auf diese Frage. Vielleicht ergibt sie sich im Laufe des Tages, vielleicht auch erst nach langem Warten. Und viertens, die Antwort. Wo Gott zu Menschen spricht, verlangt sein Wort eine Antwort. In eigenen Worten, formulierten Gebeten oder im Handeln. Jesus, hilf uns, gerne die Heilige Schrift in die Hand zu nehmen und auf dich zu hören, damit bald der Frühling in der Kirche kommt. Und im Namen, in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, dein Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, alle Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, dich von deinen Ängsten, Bedrängnissen,
Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes will, so geschehe es. Und er geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komm herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut und bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.